herzlich willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert. Ja, wird Zeit mit dem Rasieren. Die Stoppelstirn schon wieder. Heute soll es mal kein Edelstahl werden. Heute soll es auch mal kein Torsionshobel werden. Heute soll es mal wieder Vintage geben. Und zwar ist er einer der schönsten Rasierer von Gillette, zumindest für viele und für mich eigentlich auch. Und so heißt er denn auch, der Rasierhobel, mit dem wir es heute hier zu tun haben. Das ist der Gillette Black Beauty. So schaut er aus. Es ist ein Twist to Open. Wir können hier unten drehen und dann öffnen sich die Flügeltüren. Und zusätzlich ist er hier noch verstellbar. Ist also ein Adjustable verstellbar in den Stufen 1 bis 9, der Gillette Black Beauty. Ja, beim Verstellen, das ist bei allen Adjustables, den Vintage Adjustables von Gillette so, bevor man ihn verstellt, sollte man hier unten die Flügeltüren so leicht öffnen, also hier unten die Schraube oder ja, den Drehmechanismus entlasten, dann verstellen und dann wieder die Flügeltüren zuschrauben. Ansonsten kann hier innen die Mechanik beschädigt werden. Also da sollte man so ein bisschen drauf achten, wenn man sich hier mit den Gillette Adjustables, ob es nun dieser hier ist, der Black Beauty, der Fatboy oder auch der Adjustable Slim, das ist den allen gleich. Also vor dem Verstellen unten hier einmal die Schraube entlasten und dann verstellen. Ja, der richtige Name hier vom Gillette Black Beauty lautet Gillette Super Adjustable. Es gibt den übrigens in zwei oder in drei Versionen, muss man fast schon sagen. Es gibt den nämlich mit unterschiedlichen Grifflängen. Das ist hier der Super 109, so nennt sich der. Der hat eine Grifflänge von 11,9 Zentimetern und dann gibt es ihn noch einmal mit der Bezeichnung Super 84. Der hatte eine Grifflänge von 9,4 cm. Und ab 1982 gibt es Modelle, die sind, haben hier unten eine schwarze Platte. Das ist dann eine Kunststoffplatte. Ja, gebaut wurde er hier von 1968 bis 1988. Also 20 Jahre lang und war somit eigentlich einer ja, der mit erfolgreichsten Rasierhobel von Gillette überhaupt. 1988 hat man denn in Amerika bei Gillette das Licht ausgemacht. Da lief dann der letzte in Amerika produzierte Rasierhobel bei Gillette vom Band. Und dann ja, begannen die dunklen Jahre, sage ich mal, ohne dass noch Rasierhobel von Gillette produziert wurden. Stimmt nicht ganz, denn in England und auch in Indien wurden immerhin noch weiter Rasierhobel produziert, aber in Amerika ging 1988 für die Rasierhobel bei Gillette dann das Licht aus. Dieser hier ist gemarkert mit U2. Man kann das hier unten jetzt wahrscheinlich nicht sehen und stammt aus 1974 und ist noch relativ toll erhalten, finde ich. Obwohl es jetzt ein Vintage-Hobel ist, werden wir ihn uns jetzt einmal von Dichten anschauen, denn er ist schon ganz hübscher und ich zeige ihn euch jetzt mal auf dem Drehteller.
schaut schon schick aus hier, der Black Beauty, der Super Adjustable von Gillette. Wir wollen ihn heute füttern mit einer Gillette Super Platinum 7 O'Clock. Wir haben ihn hier eingestellt auf Stufe 5, also das ist okay, denke ich, für den ersten Durchgang. Diese Klinge hier ist relativ scharf, man muss aufpassen. Also die Adjustables sind hier nicht die aggressivsten, aber sie sind auch nicht besonders zahm. Also man muss da so ein bisschen aufpassen, mit der falschen Klinge zaubern die Adjustables einen dann auch schnell mal ein paar Blutpunkte an den Hals. Ich denke aber, diese Kombi könnte ganz gut passen und das dürfte so stimmen. Nachher zum zweiten Durchgang gegen die Wuchsrichtung, da werden wir ihn dann wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen auf Stufe 3 oder so. Wollen wir mal sehen. Ja, so soll es heute abgehen hier. Über die Software, die jetzt kommt, gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Deswegen wird das Video wahrscheinlich wieder länger gehen. Denn es handelt sich um die Sachen von Brut, die hier toll in dieses Vintage-Thema passen, finde ich. Brut war einer meiner ersten Düfte, die ich mir selbst gekauft habe, von meinem eigenen Taschengeld sozusagen. Aufgelegt wurde es 1964 und war ein absolut erfolgreicher Duft. Brut von Fabergé. Fabergé ist derjenige, der damals die Fabergé-Eier, die weltberühmten Fabergé-Eier produziert hat oder hergestellt hat. Das war der damalige Hofjuwelier von der russischen Zarenfamilie, Karl Fabergé. Und er hat dann irgendwann auch begonnen, nachdem er aus Russland fliehen musste, nach der Revolution in Russland, nach Paris gegangen ist, auch Düfte herzustellen. 1951 haben die Söhne von Karl Fabergé, einen amerikanischen Geschäftsmann, die Namensrechte verkauft, damit der in Amerika Kosmetikartikel herstellen konnte. Und 1964 hat der dann dieses Brut aufgelegt. Brut war damals eine unheimlich tolle Sache, ein unheimlich erfolgreicher Duft, war der Duft vieler Stars. Zum Beispiel hat Elvis Presley, das war sein Signaturduft sozusagen, also wenn Elvis Presley irgendwo anwesend war, dann hat der ganze Raum nach Brut gerochen, der hat da offensichtlich drin gebadet. Also von vielen Stars war ein unheimlicher, erfolgreicher Duft damals so zum Ende, Mitte, Ende der 70er war das die erfolgreichste Duftmarke überhaupt der ganzen Welt, auf der ganzen Welt. Also es gab in etlichen Hollywood-Filmen kam Brut vor, damals zum Beispiel im James Bond-Film Der Mann mit den goldenen Colt. Da hatte Roger Moore ein Deo von Brut, wurde da benutzt als Flammenwerfer. Also eine ganz bekannte Szene in dem James Bond Film. Das war zum Beispiel Deo von Brut. Also viele Stars haben da auch Werbung für gemacht, für Brut. Franz Beckenbauer zum Beispiel, der hat für Brut Werbung gemacht und Muhammad Ali und so. Also war eine unheimlich tolle Duftmarke. Das sind jetzt hier Sachen, die es heute gibt. Also das sind keine Vintage-Geschichten, die ich hier stehen habe. Ich habe hier auch noch das Eau de Toilette zum Beispiel. Also etliche Sachen von Brut hier stehen. Damals war der Duft unheimlich stark, unheimlich langanhaltend und unheimlich durchdringend. Man hat den dann 1968 runtergeschraubt, diese Duftkonzentration, und ab da hieß das Brut 33. Und in der Version habe ich es eigentlich kennengelernt damals, Brut 33, also das war mein erster selbst gekaufter Duft, den ich hatte. Tolle Sache. Wenn ich jetzt dieses Brut hier rieche, bin ich sofort wieder in der damaligen Zeit. Es beamt mich sofort wieder zurück. Ja, eine tolle Geschichte. Ist ein, vom Duft her ein, ich will es hier einmal sprühen, hier aus der Flasche, aus der EDT-Flasche hier. Ganz wunderbar. Also Brut ist ein, wenn man so will, Lavendelduft. Es ist eigentlich so der klassische, für mich so der klassische Barbershop-Duft. Er ist sehr verwandt hier mit dem Pinot Clubman. Also es duftet nicht ganz so pudrig hier wie das Pinot Clubman, aber
Also die kommt aus der gleichen Duftfamilie, muss man sagen. Die Duft-DNAs sind sehr, sehr verwandt. Also das hier noch so ein bisschen durchdringender und heftiger und das so ein bisschen dezenter, runder und ein bisschen mehr lavendeliger. Also nicht ganz so stark moschushaltig und auch nicht so pudrig. Also hier kann er ja manchmal die Pudrigkeit fast schon ersticken. Also das ist hier so ein bisschen dezenter umgesetzt. Ein toller, toller Duft. Die ganzen Duftnoten wollte ich euch unten einblenden, aber das passt gar nicht unten rein. Das sind etliche Duftnoten. Also vorherrschend ist hier auch im Aftershave wunderbar. Ist hier Moschus und Lavendel. Also das ist ein schöner lavendeliger Moschusduft. Also ganz, ganz prima. Also das ist für mich, wie gesagt, der Barbershop-Duft schlechthin. Toll. Also ihr seht, ihr könnt schon wieder total begeistert hier. Ja, was gibt's noch zu sagen? 1989 ist die Marke oder der Name Fabergé dann wieder weiterverkauft worden und seitdem wird es von Unilever hergestellt und nennt sich dann hier Parfüm-Charakter. Das ist jetzt so der Hersteller. Aber es ist ein Unilever-Produkt, also man kann das hier sehen. Es gibt hier, wie gesagt, zwei unterschiedliche Sachen. Hier einmal eine europäische Version, wenn man so will, das ist hier das Aftershave und hier eine amerikanische Version, das ist das Splash On. Und wenn ich hier dran dufte, muss ich sagen, oder wenn ich hier dran rieche, muss ich sagen, kommt diese amerikanische Version mein Empfinden nach dem Original Vintage Duft so ein bisschen näher. Also das ist so mein Empfinden. Es gibt auch Leute, die sehen das genau umgekehrt, aber das ist so mein Empfinden, dass das so dem Original näher kommt. Ich habe jetzt das Original nicht hier, gibt es auch nur noch in Vintage-Version zu wirklich völlig abnormen Preisen, muss man sagen. Ja, das so viel zum Duft. Also eine interessante Geschichte, finde ich, was sich da so im Hintergrund immer so tut. Und ein toller, toller Duft. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Ist günstig zu kaufen. Gibt es bei Amazon oder auch, müsst ihr mal einfach googeln in verschiedenen Versionen. Und wie gesagt, ich halte dieses Splash On hier für die bessere Version. Aber das ist Geschmackssache, denke ich. Die sind alle toll. Und nehmen alle dieses Brut-Thema super auf. Eine Rasierseife gab es damals eigentlich nie von Brut, wüsste ich jedenfalls nicht. Also woran ich mich erinnern kann, das ist, dass es Rasierschaum aus der Dose von Brut gab. Da habe ich lange, lange gesucht, um jetzt für dieses Aftershave hier eine passende Rasierseife zu finden. Und ich habe jetzt eine gefunden. Und zwar ist das von Extro The End, nennt sich das Ganze. Dieser riesige Hai und hier dieser kleine, weiß nicht, was das Fisch ist, Goldfisch. The End, das Ende ist nah. Also The End, das Ende der Bartstoppeln, muss man ja so sagen. Und das ist eine Rasierseife, die hat dieses Brut-Thema hier aufgenommen. Sehr gut sogar, muss ich sagen. Toller, toller Duft, sehr, sehr gut gemacht hier von Extro, hier in so einem schönen Glasschale hier drin. Also sind wirklich exzellente Produkte von Extro, kann ich nur empfehlen. Damit werden wir uns nachher schön einschäumen, freue ich mich drauf, mit einer Rasierseife, die nach Brut duftet. Also das ist schon eine tolle Sache. Ja, was wollen wir zum Aufschäumen nehmen? Wir wollen hier einen schönen Pinsel nehmen, der auch dieses Black wieder aufnimmt von Black Beauty. Und zwar ist das der Astreus von Phoenix Artisan Accoutrements. Ein 22 mm Synthetikpinsel. Und wir werden ihn so ein bisschen aufweichen oder weich machen, nämlich hier im Crystal Skull. So, also à la, ich sag mal, Ken Searles. Den habe ich neulich gefunden bei Teddy in so einem 1-Euro-Shop. Und habe ich gedacht, den nimmst du dir mal mit. Machst du mal einen auf Ken Searles hier Video. Fand ich ganz gecke hier die Nummer. Der wird jetzt ein bisschen weichen. Aufschlagen wollen wir die Seife denn hier im PAA. Lover Bowl, wunderbar. Auch greift wieder auf wie dieses Black Beauty Thema auf in Schwarz. Ja, er liegt hier bereit, der Alone Block, weil, wie gesagt, der kann schon mal Blutpunkte setzen. Den legen wir uns hier hin, dann haben wir was für hinterher.
dass wir da vielleicht kleine Blutpunkte verschließen können. Und abschließend wollen wir die ganze Geschichte hier relativ einfach mal Balea Man Sensitive Aftershave Balsam. Das gibt es nachher nochmal schön aufs Gesicht und dann haben wir es. Ja, das soll es gewesen sein erstmal mit der Vorrede. Hat wieder länger gedauert, tut mir leid, aber es sind interessante Sachen. Also ich könnte da noch viel mehr drüber erzählen. Also muss man immer das Ende finden hier. Also wen das nicht interessiert oder so, ihr könnt ja weiter klicken. Das ist ja das Tolle an diesen Videos. Also wenn ich meinen Bruder so höre, der hört sich meistens nur die Vorreden, also die Produktvorstellung, und die Resur guckt er sich gar nicht an. Also der springt dann so weiter. Und die anderen, den anderen von euch wird wahrscheinlich dann die Resur mehr interessieren. Also ja, so ist das. Das kann man immer schwer alles vereinen in einem Video. Okay, ich würde sagen, ich baue mir das jetzt eben noch zurecht, damit wir hier dann auch gleich starten können, und dann sehen wir uns gleich. Ja, das Gesicht habe ich mir schon mal nass gemacht und habe hier so ein bisschen Babyöl von Penaten aufgelegt, so quasi als Pre-Shave, damit die Klinge nachher besser über die Haut gleitet und so ein kleiner Schutzfilm auf der Haut liegt. Das macht hier durchaus Sinn mit diesem Black Beauty. Wir werden ihn jetzt einmal mit der Klinge füttern, und zwar ist es diese hier, ich hatte sie euch gezeigt, die 7 O'Clock Super Platinum. So schaut sie ausgepackt aus. Ich habe schon mal eine ausgewickelt hier, die werden wir jetzt hier einmal nehmen und in den Rasierhobel einlegen. Hat hier so kleine Vorsprünge, kann man das sehen, so kann man das vielleicht sehen. Kann man so ein bisschen mit der Klinge hinterhaken. Zack, hier hakt sie hinter und dann lässt man sie einfach nur reinfallen. Und dann dreht man hier zu. Wir haben Setting 5, so wie wir das wollten. Und dann dreht man ihn zu und dann gibt es hier so eine kleine Vierteldrehung, nennt sich die, womit dann die Klinge letztendlich fest eingespannt ist. Zack. So, und jetzt ist die Klinge hier offensichtlich drin und sie liegt sehr schön gerade drin. Ganz wunderbar, ist gut ausgerichtet. Können wir also so gleich loslegen. Das Seife habe ich mir schon entnommen. Die Extra The End, hier in diesem schönen Leather Bowl von Fine, ist sie drin. Dann können wir uns jetzt hier den Pinsel nehmen aus dem Crystal Skull. Hier finde ich geil. und so ein bisschen ausschlagen. Das Wasser so ein bisschen rausschlagen. Und dann können wir hier mal schauen, schon mehr Wasser raus, wie wir hier die Seife verarbeitet bekommen. Also er schäumt schon mal ganz gut hier. Gutes Zeichen. Oh, ja, das ist, der Duft ist echt gut getroffen, muss ich sagen. Da gibt es auch ein Aftershave von The End. Werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal holen. Obwohl ich ja die Originale hier habe. Ich nehme nochmal ein bisschen besser. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Der Duft ist wirklich gut getroffen. Der gibt auch einen ganz hervorragenden Schaum. Hier ist noch ein bisschen Seife drin, deswegen will ich noch mal ein bisschen Wasser zumachen. Der Pinsel hier liegt astrein in der Hand im Übrigen. Und ist, ja Leute, das ist ein schöner Schaum. Und ist gegenüber den anderen Pinseln von PAA, die oft so große Knoten haben, nicht ganz so groß. Das gefällt mir sehr gut hier mit dem Astreos Pinsel, der 22 mm, das ist eine schöne Größe. So, das werden wir jetzt einmal ins Gesicht bringen. Ich muss mir hier den Spiegel noch mal so ein klein wenig. Der hat sich hier so ein bisschen verstellt. So schaut das besser aus. So kann ich besser gucken. Dann werden wir uns das hier einmal ins Gesicht bringen. Oh. Astrein. Toller Duft. Also, Wahnsinn. Das ist wieder eine geile Rasur. Ich hoffe, dass er nicht zickig ist, der Black Beauty. Also, so ist das ja mit so Stars, sag ich mal, dass die auch mal zicken können. Und das können die Adjustables von Gillette leider, muss man sagen. Also, die können schon mal zickig sein. Also für mich macht das Rasieren ja auch so viel Freude, weil das mit so viel Düften verbunden ist. Ne? Fängt an mit dem Pre-Shave, was beduftet ist vielleicht, dann über einen Rasierschaum, der toll riecht, also wenn das aufgeschlagen ist, dieser ganze Raum so mit dem Duft erfüllt hier.
hinterher ein Aftershave, dann vielleicht noch eine beduftete Pflege oder so, wenn das dann alles schön zusammenpasst, also das finde ich astrein, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier den Hobel, Klinge nicht drin. Wir werden also arbeiten in zwei Durchgängen und dann mit ein bisschen Ausputzen wahrscheinlich. Ich muss hier nochmal wirklich am Spiegel hier rumvorwerken. So geht das, glaube ich, besser. Ja, so kann ich mich besser sehen. Vielleicht bin ich noch unten noch, sonst sehe ich den Hals nicht. Hier im Handy ist das immer schwer zu schauen. Wir werden uns in zwei Durchgängen rasieren. Ich werde hier einmal anlegen, ein bisschen kippen den Hobel und dann fasst hier irgendwann die Klinge auf der Stufe 5. Ist das noch eine relativ gute Sache hier mit dem Black Beauty. Klinge ist etwas spürbar, aber ja, man sollte hier ruhig ein bisschen vorsichtig sein mit den Gillette Adjustables. Also die sind schon, können schon launisch sein, also durchaus. Ja. Ja, aber für den ersten Durchgang auf Stufe 5 ist das schon eine schöne Glätte, muss ich sagen. Gefällt mir das hier sehr gut. Will hier nochmal anlegen. Oh. Ja, gegen die Wuchsrichtung werden wir ihn dann runterschrauben, denke ich, auf Stufe 3. Dann sind das, glaube ich, ganz gute Einstellungen. Aber wir heute mal schauen, dass wir uns hier nicht wieder etliche Blutpunkte setzen. Ja, das ist das Schöne an den Adjustables. Also wer es jetzt direkter mag oder noch ein bisschen gründlicher braucht, der kann ihn eben auch hochdrehen auf 8 oder was weiß ich, oder auf 9 oder so. Also so ist das jetzt schon mal eine normale Glätte für den ersten Durchgang. Also im Prinzip kann man jetzt so, könnte man schon das Haus verlassen. Also sieht man nicht mehr unrasiert aus oder sowas. Aber wir wollen es ein bisschen glatter haben. Der Kanal ist ja auch glatt rasiert. Dann wollen wir das hier auch mal so betreiben, ne? Die glatte Glasur, wir nehmen jetzt noch mal ein bisschen Seife hier aus dem Bowl, ist noch genügend da. Und pinseln uns noch mal ein hier für den zweiten Durchgang, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Dufttherapie wieder, Dufttherapie am Morgen. Ganz hervorragend. Oh, echt geil. Mm. Extra. Oder besser gesagt, Brut. Wunderbar. Ich habe hier ein bisschen Seife im Mundwinkel. So, jetzt nehmen wir ihn uns. Auf 5 steht er. Jetzt machen wir hier unten so ein bisschen auf. Na, kriege gar nicht auf hier. Muss ich mein Handtuch nehmen. So fest zugedreht, dass ich ihn nicht aufkriege. Unglaublich. Das hatte ich auch noch nicht. So, jetzt ist er auf. Handfest angezogen. So, jetzt ist er auf, jetzt drehen wir ihn auf Stufe 3 und rasieren dann damit nochmal die Vierteldrehung jetzt, zack. Jetzt ist wieder hier das T-Shirt voll. Rasieren wir uns damit jetzt gegen die Wuchsrichtung. Aber mal gucken, wir können ihn immer noch runterdrehen, wenn es zu doll ist. Setzen wir hier an. Und rasieren gegen die Wuchsrichtung. Ja, das mit den Aufschrauben eben
Da waren noch Reste vom Öl an den Händen. Dann haben die Hände nicht so richtig einen Grip. Also man muss sich nach diesem Babyöl oder überhaupt nach Öl dann echt gründlich die Finger aufwaschen. Also mir ist auch schon mal so ein Rasierhobel flutsch weg war. Er ist sogar in irgendeinem Video, weiß ich jetzt gar nicht genau, in welchem das war. Zack, aus der Hand gerutscht. Das kann schon mal passieren. Das ist dann immer ein super GAU. So, hervorragende Glätte. Also hier unten, wenn wir noch einmal einen zweiten Durchgang machen, einen dritten, ein bisschen ausputzen. Hier müssen wir wieder aufpassen. Es gibt ja so einige Stellen, wo ich mich bevorzugt gerne mal reinfiedel. Hier unten zum Beispiel. Ist doch schon wieder was. So. Okay. Ja, das sieht tadellos aus. Hier werden wir aber noch trotzdem noch mal übergehen. Mit einem kleinen Ausputzdurchgang. Ich will noch einmal kurz feucht machen. Hier so. Und hier. Dafür werden wir noch mal ein bisschen Schaum auftragen. Das sind immer dieselben Stellen. Ihr werdet auch irgendwo selben Stellen haben. Wahrscheinlich im Kinn oder so. Ich rasiere mich ja nicht am Kinn. Sagte neulich mein Sohn auch, Mensch, machst du es dir aber einfach. So die eigentliche Schelle ist bei mir am Kinn, sagte er. Und da hat er natürlich auch recht. Ich rasiere mich auch nicht unter der Nase oder so, das ist ja für viele auch ein Problem. Da mache ich mir es schon einfach, das stimmt schon. So, jetzt will ich mal gucken, kriege ich wieder, doch jetzt kriege ich ihn auf. Jetzt werden wir ihn nochmal runter, den von 3 auf 2 für die Pickups sozusagen, also eine Stufe einfach runterdrehen. Hier nochmal nehmen und ja, ist ein bisschen Öl jetzt am Hobel, das ist schlecht. Ich will nochmal eben ein Handtuch nehmen. Und rutscht das hier nicht so, damit ich ihn auch richtig zugedreht kriege. Ja, ist richtig zu. So, dann können wir uns jetzt einmal hier so um die Pickups kümmern. So, mal sehen, dass ihr die ansonsten tolle Rasur hier nicht jetzt mit dem Ausputzdurchgang versauen. Das wird dann auch immer ärgerlich. So. Ne? So, das reicht. Jetzt sind wir schön glatt. Schöne Glätte hingekriegt. Ja, hier einmal noch. Okay. Schöne Glätte. Dann können wir uns jetzt schön mit kaltem Wasser abspülen. Und dann werden wir mal sehen, werden dir die Sachen wahrscheinlich schon zugegangen sein. Und dann werden wir uns die ganze Sache mal von Dichten anschauen. Dann werde ich mal abtauen. So. Am Ohr. So. Also wenn ich das hier so sehe, ja, ist hier ein kleiner Dipsel. Wenn ich hier so rübergehe, wunderbare Glätte, ganz, ganz hervorragend glatt. Gefällt mir absolut gut. Das scheint zu sein hier schon. Ja, wir gehen jetzt trotzdem einmal mit dem Alarmblock drüber, was soll's. Er liegt ja hier. Dann werden wir uns hier einmal noch ein bisschen Alarm geben. Also, da brennt jetzt nichts oder so. Ich denke, kann nicht schaden.
Ja, also war für mein Verständnis her jetzt eine vernünftige Rasur. Also da ist es nicht zu größeren Verletzungen gekommen. Ich bin super glatt und ja, war eine gute Kombination hier. Der Hobel, die Klinge, das passte schon. Also das kann man so sagen. Also das ist eine Kombi, die man sich merken kann. Auch hier mit der tollen Seife und dem Babyöl, was ja wirklich eine ganz einfache Geschichte ist hier, Pinaten-Babyöl, ist das eine super Geschichte geworden hier. Tolle Rasur, finde ich absolut gut. Dann würde ich vorschlagen, ich wasche mir jetzt eben schnell mal das Alone wieder runter und dann kümmern wir uns um das Aftershave. So. Mir das Gesicht schön ab. Ja, und jetzt bleibt natürlich die Frage offen, welches Boot nutzen wir denn jetzt? Nehmen wir hier das quasi europäische, das ist ein Aftershave, also hier sind ein bisschen Pflegesubstanzen drin, Glycerin ist drin und Rizinusöl als Pflege und das ist hier das Splash-On, quasi ein Eau de Cologne, das sind keine pflegenden Produkte drin, also das ist reiner Duft, wenn man so will. Ja, also ich, wie gesagt, ich finde ihn ja besser, er ist ein bisschen, ja, ich will nicht sagen haltbarer, aber duftet länger, finde ich. Ist also ein bisschen stärker sogar noch vom Duft her. Ich denke, wenn wir das heute so machen, den werden wir hier benutzen, kommt hier abschließend auch noch eine Pflege drauf. Also nicht das Aftershave, sondern das Splash-On. Und nachher abschließend werden wir dann mit dem Eau de Toilette. Also so wird das heute mal sein. Dann können wir uns jetzt erstmal hier von dem Splash-On Lotion Authentic Fragrance von Boot eingeben. Das sogenannte amerikanische Boot. Es gibt das Boot auch noch als Eau de Toilette. Das habe ich jetzt nur in dieser Version, gibt es auch noch in einer anderen Version. So, egal, wie auch immer. Eine ordentliche Pfütze jetzt. Und jetzt wird es gleich richtig schön. Also das war schon mal gut. Wir können das ja auch layern. Jetzt kommt es raus. Jetzt kommt dieser. Also, es erinnert schon wirklich hier an das Pinot Clubman. Also, das ist. Ich habe hier genauso. Also, das riecht so ein klein wenig nach Mottenkugeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von früher, Mottenkugeln. Also, wenn ich bei meiner Oma, ich bin viel bei meiner Oma und meinem Opa aufgewachsen, die haben mich damit großgezogen, früher. Und wenn man da, den Kleiderschrank aufgemacht hat, dann roch das nach Mottenkugeln da drin. Und, da waren meist auch so kleine Beutel drin mit so Lavendelblüten. Und, so ein Vibe hat das hier. Müsst ihr mal riechen, Mottenkugel-Vibe. Und, das ist, hier vertreten drin und auch hier. Hier im Pinot Clubman kann ich das echt gut riechen. Das ist in dieser Version jetzt weniger vorhanden. Aber das nehme ich sofort wahr, so ein kleiner Mottenkuchen. Wir werden das jetzt mal so machen. Ich drehe gleich durch hier. Wir werden das jetzt mal so machen. Ich werde mir noch ein bisschen von den Aftershave hier aufs Gesicht tun, weil da jetzt auch pflegende Substanzen drin ist. Hier muss man aufpassen, mega dicker Ausgießer. Und hinterher dann noch das Eau de Toilette. Also mehr Blut geht denn auch nicht. Ja, das riecht hier ein Stück moderner, finde ich. Muss man mal einen kleinen Moment warten. Ein Stück moderner. Und nicht ganz so mottenkugelig. Ja, man hat sich das mit dem anderen hier schon in den Händen vermischt. Also das ist wirklich wahnsinnig. Jetzt werden wir uns die Pflege auch bringen. Balea, schon nass geworden, Aftershave, Balsam, sensitiv, auch eine schöne Sache, günstig und gut, finde ich. Und einen Klacks genommen. Und dann gibt es hinterher noch das Eau de Toilette vom Boot. Also, Hammer, Hammer. Wir müssen hier so ein bisschen gleich das ganze Gesicht pflegen mit. Wohlduftend, gepflegt, astrein, astrein. So.
Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Und jetzt noch das Eau de Toilette vom Brut. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Was für eine tolle Rasur. Also eine schöne, schöne Vintage-Rasur hier mit einem Vintage-Rasierhobel, mit Vintage-Düften. Hier ganz, ganz herrlich. Mit einer tollen Seife, die in Vintage-Duft nachempfunden ist. War eine super Rasur, muss ich sagen. Also der Black Beauty passte hier unheimlich gut rein in diese Geschichte. Freue ich mich, dass ich ihn mal wieder hier rausgekramt habe und ihn euch endlich zeigen konnte. Der ja, lag die ganze Zeit irgendwie da ziemlich ungenutzt rum. Finde ich viel zu schade eigentlich für den Hobel. Und so mit diesen Einstellungen lässt sich da auch für die tägliche Rasur, lässt er sich gut nutzen, finde ich. Eine schöne, schöne, schöne Vintage-Rasur. Ja, vielen Dank für euer nettes Interesse wieder mal, dass ihr dabei wart. Ich nehme mal eben hier die... jetzt seid ihr wieder da. Für euer nettes Interesse, dass ihr mir hier entgegengebracht habt und insbesondere diesen schönen Produkten, kann ich hier wirklich alles vorbehaltlos empfehlen, was heute hier auf dem Programm stand. Hat alles sehr gut zusammengepasst, fand ich, und hat mich vor allen Dingen schön glatt rasiert. Ich durfte wohl, und das ist wieder ein gelungener Start in den Tag. Also da kann mich jetzt nicht mehr viel aus der Ruhe bringen mit so einer tollen Rasur. Ich fühle mich echt gut. Es war so ein Ego-Boost wieder für mich, und alles ist bestens. Der Tag kann beginnen. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag, egal wann ihr das jetzt hier anschaut. Und wenn ihr es abends anschaut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, wie auch immer. Danke, dass ihr den Kanal treu bleibt und wieder reingeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr denn auch im nächsten Video wieder dabei seid. Ich sag tschüss, bis dahin. Viele schöne Rasuren, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.